Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, wer sich an gestern erinnern kann, da haben wir uns hier diesen Auftrag ausgesucht. Den werden wir jetzt mal ausführen, werden den abholen und dann fahren wir nach Stettin. Oder wie spricht sich das aus? Egal, ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben. Wenn ich es falsch lese, bringt mir das nichts. So, wir haben eine Runde geschlafen. Wenn ich unten mal ganz grob aufs Navi gucke, was da schon eingeblendet wird, genau, jetzt ist das Große auch da, ist die Ladestelle gar nicht so weit weg. Sprit brauchen wir noch nicht, das ist noch alles okay. Wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, wir haben 19.48 Uhr, das heißt, wir sind in den Abendstunden unterwegs. Muss mal wieder ganz kurz was gucken. Licht. Warum? Warum in drei Teufelsnamen? Kann mir das irgendjemand erklären, warum dieses hier ständig raus ist? Kann mir SCS das vielleicht erklären? Wäre mal ganz lieb, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, was soll die Einstellung überhaupt? Da predige ich schon, keine Ahnung, seit wie vielen Versionen da drin. Ich müsste da mal hinfahren nach SCS. Ich muss da mal auf den Tisch kloppen, muss ich da mal. Weil ein super geiles Spiel, ich mag das, ich liebe das, aber die Funktion da, ich begreife sie einfach nicht. Lasst es doch in drei Teufelsnamen drin, nehmt es aus dem Menü raus. Falls einer von SCS drauf guckt. In der Regel kriegen ja Firmen alles mit, ne? So. Genug aufgeregt für heute. So, müssen wir hier rein? Ja, hier müssen wir rein. Kommt nichts. Ja, ich denke mal, dann habe ich so weit vorproduziert, dass ich mich mal in Ruhe eventuell um eine Neuinstallation kümmern kann. So. Zumal, was haben wir gemacht? Ich war nicht mal in der Werkstatt zur Reparatur. Ich weiß nicht, warum diese Einstellungen wieder draußen sind. Aber das nervt mich jedes Mal aufs Neue. Und man müsste es doch automatisieren können, dass wenn ich irgendwelche Zusatzlampen dran habe. Gucken wir mal ganz kurz. Halt mal eben an der Ampel an. So. Sei es hier an der Seite, sei es hier hinten, da sind jetzt bei diesem Scania keine, oder auch hier vorne. Dass ich diese Lampen unter Umständen aktiv haben möchte. Ja. Weil das regt mich schon seit keine Ahnung wie lange auf. Hier seht ihr übrigens dann auch, ne, von wegen Lenken mit Lenkrad. Das sehe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt drin habe. Nee, in der, von der Tastatureingabe habe ich es rausgenommen. Dann könnte ich euch mal zeigen, wie man mit Tastatur, wie das mit Tastatur aussieht. Habe ich ja schon mal gesagt, eine Tastatur kennt nur den Zustand gedrückt, nicht gedrückt. In so einem Lenkrad, wie hier zum Beispiel dem Thrustmaster, da sitzen Hallsensoren drin. Und die geben dann verschiedene Werte aus. Für den Widerstand und damit lässt sich das dann quasi so lenken wie, oh, ich sag jetzt mal in einem Auto, ne? Also richtig sanft. Und ja. So. Worüber sprechen wir heute? Keine Ahnung. Dann haben wir über das Mobbing gequatscht. Und ja. Man hat mich auch schon mal gefragt, so ob ich wenn ich mir zum Beispiel eine Freundin suche, ob ich da einen bestimmten Frauentyp habe.
Da muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Ist eigentlich völlig wurscht, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe. Dick, dünn, keine Ahnung. Also es ist bei mir tatsächlich so, ich gucke als erstes aufs Gesicht, auf die Augen. Deswegen mag ich zum Beispiel, wenn man mal auf einer Dating-Plattform unterwegs ist, keine Bilder, wo die werten Damen dann eine Sonnenbrille aufhaben. Oder was ja neuerdings so ist, weißt du, da wird ein Selfie vorm Spiegel gemacht, da wird sich aber das Handy vors Gesicht gehalten. Oder aber man sieht die Person entsprechend nur von hinten. Das ist ja, ganz ehrlich, was sollen solche Fotos auf einer Dating-Plattform? Ja, und da muss man natürlich gucken, wenn man mit den Leuten redet, macht und tut, das muss irgendwo passen. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht warum, also ich bin da sehr, sehr feinfühlig. Ob das mit meiner Erziehung zu tun hat oder so, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Aber ich brauche jemanden nur ganz kurz kennen, ich brauche nur kurz die Stimme oder so hören, dann weiß ich, ob ich mit dem klarkomme oder nicht. Und das bewahrheitet sich in aller Regel auch. Oder ich muss jemanden nur sehen, lässt du mich rein. Warum fährst du eigentlich nicht rüber auf die andere Spur? So. So sieht's aus. Nee, von daher ist mir das eigentlich völlig egal, auch ob jetzt klein, groß. Gut, wenn sie mich natürlich um 3 Meter überragt, dann ist das dann auch, ne? Aber ansonsten, es muss einfach, ja, es muss einfach passen, sagen wir mal so. Das ist so. Also da gibt es nichts Bestimmtes, dass ich sagen würde, oh, ich bevorzuge jetzt blond oder keine Ahnung was. Aber selbst auf Fotos mehr sieht man, also habe ich zumindest das Gefühl, sieht man schon, okay, passt oder passt nicht. Da gibt es ja auch teilweise welche, wo man sagt, oh, mein Alter, aber so rein optisch, ja, die ist zu hübsch für mich. Das wird nicht gut gehen. Nicht vielleicht zu verwöhnt oder... Keine Ahnung, wenn die sich dann auf irgendeiner Yacht präsentieren oder so, dann ist dann absolut nicht meine Kragenweite. Wobei man da dann auch schon fast davon ausgehen kann, es könnte ein Fake-Profil sein. Ist nämlich rein da hinten? Ja, wa? Wunderbar. Weil Mädels, die so aussehen, brauchen keine Dating-Plattform. Meint man. Kann aber auch anders sein. Second Life ist auch so ein Ding, da kann man auch Leute kennenlernen. Du siehst, wenn sie ein Profilfoto drin haben, sieht man es. Ansonsten hast du erstmal nur den Avatar. Und du hast nur das geschriebene Wort. Man kann dort zwar auch voicen und so weiter, aber erstmal fehlt das natürlich. Da kann man sich natürlich schon mal in das vergucken. Und ich habe damals immer gesagt, und das stimmt auch, wenn es im Second Life passt, also da auf dieser Spieleplattform, wo man wirklich miteinander, da jetzt dann auch mal vielleicht verpartnert ist und sonst was, wenn es dort funktioniert, kann im realen Leben nicht mehr viel schief gehen. Es sei denn, man hat dort wirklich gespielt und hat den anderen von vorne bis hinten belogen. Ist auch schon vorgekommen, dass dann die Mädels oder auch Jungs falsche Fotos rausgeschickt haben. Wobei ich mir dann sagen muss, okay, wenn ich mich dann mit meiner Second Life Partnerin irgendwann mal treffen möchte, spätestens dann fällt es doch auf, dass sie nicht die Dame von den Fotos ist. Oder andersrum, der Herr vom Foto. Ja, siehste. So viel... Ne, wir müssen... Boah. Hier, ne? Schind. Lässt du mich zurück? Fahren auch nicht, ne? Scheiße. Weil ich komme hier nicht weiter, hier ist Niemandsland. Ja, ich würde gerne... Ja. Okay. Verdammt. Müssen wir mal sehen, was wir machen. Weil...
Hier werde ich nicht ganz weit kommen. Vor allen Dingen, da diese Strecke hier nicht drin ist, zeigt mir das Navi die auch nicht an. So, pass auf. Wir müssen jetzt einmal mogeln. Das nutzt alles nichts. Guck mal, hier hinten geht's nicht weiter. Dadurch, dass sie diese Strecke hier noch nicht freigegeben haben. Guck mal, jetzt ist hier keine Sau mehr, ne? So, dadurch, dass die Strecke nicht... Hä? Ach so. Ah, Mann. Falsch gedrückt. So rum. Ich habe da... Warum geht jetzt die Dings nicht mehr? Bin doch nicht blöd. Steuerung F9. Chat ist nicht verfügbar. So, ich gehe auf die 0. Ich gehe auf die... Also man geht hier gar nichts mehr an dem Ding. Ich glaube, ich muss den wirklich neu auf... Halt die Schnauze, Mann. Ich will nur hier weg und ich weiß nicht wie. Flycam funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr. So, Steuerung. Er springt nicht um. Ja, dann müssen wir es hier heute... Keine Ahnung. Also hier kommen wir so... Glaube ich nicht wieder raus aus der Nummer. Ich muss ja nachher erstmal gucken, warum diese blöde Flycam nicht mehr funktioniert. Ich meine, die Flycam funktioniert ja, aber er setzt nicht mehr um mit Steuerung F9 in diesem Fall. Verstehe ich nicht. Ach, ich weiß warum. Ah, World of Truck Auftrag, da geht das nicht. Da kannst du zwar fliegen, aber nicht umsetzen. Ich muss sehen, dass ich hier irgendwie... Den Rotz, genau, da ist nämlich die Strecke zu Ende, umgedreht bekomme. Weiß noch nicht wie. Wahrscheinlich werden wir mehr zerstören als alles andere. Oh, es wird wieder eine lange Folge, Leute. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich habe hier keine andere Möglichkeit. Hänge fest. Komm hier nicht raus aus der Nummer. Vorne ist die Strecke zu Ende. Ich habe keine Chance. Ich kann... Vielleicht kann ich mich mit F7 zur nächsten Werkstatt abschleppen lassen. Ja, Auftrag wird dadurch abgebrochen. Es nutzt nichts. Schade. World of Truck-Aufträge lassen die Flycam nicht zu. Von daher haben wir dieses Ding hier jetzt total umsonst gefahren. Folge damit heute auch etwas kürzer, würde ich jetzt mal behaupten. Ne, wir fahren jetzt erstmal schlafen. Hilft ja nichts. Achso, wenn wir schon mal hier sind. Menschenskinder, nee. Hör auf zu piepen, du blödes Ding. So. Wenn wir schon mal hier sind. Kerl, sowas macht mich aggressiv, ey. Ganz ehrlich. Enter. Wartung. Reparieren. Schade, Mensch. Aber okay. Genau, mit dem normalen Auftrag aus ETS 2 könnt ihr das machen. Bis... SCS irgendwann mal auf die Idee kommt, das ab, die Funktion vielleicht abzuschalten. Entschuldigung. Und, ja. Schade. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir überhaupt? Sind in Dresden, immer noch. Altkunststoffallenbohrer, leere Paletten, Volvo-Felgen. Sägespäne, Milch.
Dresden, Berlin, die Thematik hatten wir schon. Bratislava 415 Kilometer. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Eventuell werde ich hier noch zweimal schlafen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über ein Abo, freue mich über ein Däumchen, freue mich über Kommentare. Und sag bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.